So, es steht 3-1 für dich, ne? Ja, für mich. Ja, für Für mich. mich steht es 3-1. Scheiße. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nunmehr 5. Ausgabe von Paul vs. Rico. Oder Rico vs. Paul. Ich hoffe, ihr seid motiviert für das nächste Spiel und nachdem wir uns ja beim letzten Mal wieder ein bisschen was Actionreicheres mit One-Two-Switch ausgesucht haben, weil ein richtiger Blockbuster. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir heute wieder etwas mehr für den Geiste an. Wir haben uns Wer wird Millionär als 5. Spiel rausgesucht. Wir werden insgesamt die Fragen der drei Kandidaten von der letzten Ausgabe von Wer wird Millionär nachquizzen. Dabei wird einer von uns anfangen. Wir werfen gleich eine Münze, um zu entscheiden, wer das sein wird. Genau, und den anderen werdet ihr dann wieder parallel dazu geschnitten sehen. Wir bekommen dieselben Fragen, wissen aber die Antworten nicht. Und ja, nach jeder Runde werden wir einmal kurz dem anderen sagen, wer mehr Geld gewonnen hat oder wer wie viel Geld gewonnen hat, sodass wir auch uns so ein bisschen orientieren können, entsprechend ins Risiko gehen können, wenn es denn nötig sein sollte. Und wer am Ende mehr Geld gesammelt hat. Ja, insgesamt über die drei Runden halt verteilt. Also, der, ich glaube, das ist selbstverständlich. Genau, der gewinnt das Spiel. Kopf oder Zahl? Ich bin der Zahl. Okay. Ich bin der Zahl. So, dann fängst du an. Ich darf aussuchen, oder? Ah, oder du... Ja, okay, du suchst aus. Okay, muss kurz überlegen. Ich würde sagen, du fängst an. Okay. Ich fange am zweiten an und du fängst dann wieder am dritten an. Okay, alles klar, dann machen wir das so. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Ja, dann starte ich doch gleich mit der ersten Fragerunde hier von der Nora. Genau, wir spielen ohne Zeitlimit und ich wähle immer die Risikovariante. Dann haben wir nochmal einen zusätzlichen Joker. Das erleichtert mir die Sache ein bisschen. Ich hätte ansonsten die zweite Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro. Bis dahin zu kommen, ist allerdings überhaupt erstmal ein Akt. Deswegen, ich fühle mich sicherer mit der Risikovariante. Beziehungsweise ich denke, ich kann damit mehr rausholen. Und es geht hier auch darum, viel Geld möglichst zu gewinnen. Deswegen nehme ich die. Gut, ich nehme die Risikovariante. Habe ich einen 4 Joker. Weil ich denke, dass ich wahrscheinlich, wenn ich hoch bin, eher rausgehe. So, erste Frage. Ein großartiges literarisches Werk oder auch ein Pausebrot, Klassebuch, Karte, Ständer, Schuhranzen, das ist ein klasse Buch. 50-Euro-Frage haben wir easy peasy geschafft. Wer ausschließlich mit ehemaligen Ladeninhabern Briefkontakt pflegt, kann zu Recht sagen, alle denen ich schreib, waren Händler. Passt das andere? Schornsteinfeger, Straßenbahnfahrer, Bankkaufleute. Nee, schreib, waren Händler. Das ist ein großartiges literarisches Werk oder auch ein... Literarisches Werk spielt, glaube ich, auf Klassebuch an. Ein großartiges literarisches Werk oder ein Klassebuch. Gut. Schon mal nicht ganz blamiert. Alle, denen ich schon Steinfeger, Straßenbahn fahre, Bankkaufleute, Schreibwarenhändler. Stimmt, Ladeninhaber ist doch ein Schreibwarenhändler, oder? Ja, Alter, ich hasse sowas. Oft sind Bemerkungen nicht nur spitz, sondern zugleich auch... Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Ich muss jetzt den Joker schon mal nehmen. Ich nehme einfach Tobi. Noch bissig, okay. Ich hätte bissig genommen. Mann, ey, das ist ärgerlich. Aber ich will sicher sein. Oft sind Bemerkungen nicht nur spitz, sondern zugleich auch eine läufige Bemerkung. Das sagt man doch, oder? Läufige Bemerkung. Eine beiläufige Bemerkung. Ich habe aber Angst, einen Fehler zu machen. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen, Leute. Eine läufige Bemerkung. Eine bissige Bemerkung. Boah, die ist jetzt echt bissig. Ich gehe auf Nummer sicher. Oh mein Gott, ich hätte läufig gesagt, Leute. Eieiei. Von Hannover nach Köln gelangt ihr wohl am schnellsten, wenn ihr über das Kamener Kreuz fahrt. Das ist das Einzige, was semantisch Sinn macht. Von Hannover nach Köln gelangt ihr wohl am schnellsten, wenn ihr über das Kamener, wenn ihr über das Kamener Kreuz fahrt, oder? Ja, ey, was ist das für eine bescheuerte Frage? Der ist der, da... Ach, der... What the fuck, was ist das denn für eine Frage? Der ist der Artikel von... Ich verstehe gar nicht, worauf die hinaus wollen. Der ist der... Was? Artikel von Artikel. Der Artikel. Der ist der Artikel von Artikel. Als Deutschlehrer muss ich das wissen und da sind die 500 Euro sicher. Das ist der Plural vom Plural, oder? Ja, Plural vom Plural. Was, Artikel?
Oh. Hä? Ich hab die Frage nicht verstanden. Er war der Artikel von Artikel. Hä? Ich hab die Frage nicht verstanden. Der ist der Artikel vom Artikel. Das heißt, der, im Duden steht ja der Artikel. Der, die, das. Ja, ist ein Artikel, aber von Artikel? Artikel ist ja männlich, das Wort. Ach so. Wer traditionelles Backwerk aller Art mag, nascht sich gerne Kirsch- und Knirschkuchen, Blech- und Brechkuchen, Spitz- und Spritzkuchen und Puste- und Prustekuchen. Also es gibt ja Spritzgebäck. Spitzkuchen. Meine ich auch schon mal gehört zu haben. Blechkuchen gibt's aber auch. Brechkuchen? Gibt's Brechkuchen? Also A und D safe nicht. Spitzgebäck. Spritz. Also es gibt Spritzgebäck, aber ich würde mal den 50-50 nehmen. Okay, dann wird das C sein. Gut. Wer verpflichtete kürzlich, 2021, für geschätzte 20 bis 30 Millionen Euro einen Mann, der seit Jahren nur auf der Bank sitzt? Das müsste ich eigentlich wissen, ne? Schalke 04? Mustafi? Der Mann, der seit Jahren nur auf der Bank sitzt. Ach so. Der Trainer. Ja, Nagelsmann, oder? Ja, Bayern ist es dann doch, oder? Nagelsmann als Trainer. Boah, ich hatte Angst. Wovon können, anders als der Name vermuten lässt, auch Gesicht, Hals und Rücken betroffen sein? Nagelpilz, Gürtelrose, Bindehautentzündung, Tennisarm. Ist das nicht die Gürtelrose? Meine schon. Das müsste doch die Gürtelrose sein. Geh auf Risiko. Yes, Leute, yes! Als was verdient hierzulande so mancher sein Geld? Industriekletterer, Kulturschwimmer? Agrarwanderer, Wirtschaftsradler. Ich finde Agrarwanderer, das hört sich so, das kommt mir so bekannt vor. Kulturschwimmer. Ich nehme den Publikumsjoker. You stupid! Okay. Industriekletterer, dann nehme ich das. Dankeschön. So. Wobei weisen Lamas im Vergleich zu Menschen einen um mehr als das Doppelte erhöhten Wert auf? Körpertemperatur, Sehschärfe, rote Blutkörperchen oder IQ? Ich glaube, bei IQ sind wir auf jeden Fall ganz weit vorne. Das würde ich erstmal ausschließen. Körpertemperatur dürfte eigentlich bei uns Säugetieren jetzt nicht allzu viel höher sein. Ja, wobei, die Lamas, die leben ja auch in einem sehr, ja, in relativ kalten Gebieten. C oder B würde ich jetzt sagen. Rote Blutkörperchen, keine Ahnung. Ich frage mal den Experten aus dem Publikum. Da die Lamas oft in den Höhlen leben, wo die Luft dünner wird, setze ich auf C, rote Blutkörperchen. Okay. Hätte ich gesagt Körpertemperatur, aber okay, der Gedanke war richtig. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Welche Hymne der 2000er Jahre beginnt mit diesen Worten? Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Coming out of my cage and I've been doing just fine. War jetzt wahrscheinlich voll falsch, ey. Aber ich kenne auch die Titel nicht. Also, außer halt dieses Hey, your sex is on fire. Ich habe keine Ahnung. Ich mache hier Schluss und nehme die 16.000 Euro, die ich bislang gewonnen habe, erstmal dankend an. Mr. Brightside wäre es gewesen. Okay, gut, aber bin ich erstmal zufrieden mit. Und ja, dann würde ich sagen, holen wir doch mal den Rico rein. Ah, scheiße. Okay, Paul führt 16.000 zu 0. Ah. Paul führt 16.000 zu 0. Ja, ist doch so. Ja, ich weiß, das hört sich nur so geil an. Neue Runde, neues Glück. Wer gerne buchstäblich übers Essen witzelt, kennt bestimmt den schlauen Spruch. Wer gerne buchstäblich übers Essen witzelt, kennt bestimmt schon den schlauen Spruch: Lauchsuppe ohne L ist auch Suppe. Ist das so falsch? Ich hab die Frage falsch verstanden. Damit sie hinterher nicht umfallen, sollte man Kartons oder Bücher lieber nicht zu hoch stapeln.
Wer mächtig Eindruck hinterlässt, der hat sich redensartlich gewaschen, gekämmt, geschnitten, geföhnt. Der hat sich herausgeputzt, hätte ich gesagt. Boah, ich habe keine Ahnung. Der hat sich geschnitten. Ich habe keine Ahnung. Gewaschen. Okay. Die Angst vor Versorgungsengpässen führt dazu, dass die Menschen Reis, Mehl, Nudeln und Co. horten. Ja. Was ist mehrere tausend Quadratkilometer groß und liegt in Tschechien und Sachsen? Kupfermoor, Nickelhöhle, Erzgebirge, Goldgrube. Das ist das Erzgebirge. Gut. 500 Euro sind sicher. Wer hat Flügel, Federn sowie einen Schnabel und ist im Tierlexikon zu finden? Der Tiefseetaucher, der Dünenwanderer, der Strandläufer, der Wellenreiter. Tiefseetaucher, das ist doch der Pinguin, oder? Das andere kommt mir halt auch so bekannt vor, aber das sind, glaube ich, keine Vögel, oder? Haben Pinguine Federn? Warte mal, Tiefseetaucher. Tiefseetaucher ist doch ein Pinguin, oder? Dünenwanderer, der Wellenreiter. Strandläufer. Nein, komm, das ist doch der Tiefseetaucher. Dünenwanderer. Dünenwanderer klingt halt auch so wie so ein Vogel, ne? Komm. Bitte. Nein! Scheiße. Oh, Mann. Ich ärgere mich immer noch darüber. Aber scheiß drauf, ich denke, mit einer Million gewinne ich, aber die werde ich auch nicht holen, aber ich weiß nicht, wie viel Paul hat, also natürlich habe ich noch eine theoretische Chance, denke ich jetzt mal. Ich weiß ja nicht, wie viel Paul geholt hat, der hat ja vor mir gemacht jetzt. Hm. Naja, mal gucken, was es hier ergibt. Alter, sind wir schlecht, ey. Sag, wenn ich nicht komplett sicher bin, nehme ich einen Joker. Als Geografiefrage kommt es häufig darauf an, dass ich als Quizkandidat das richtige Land rate. Boah, ich habe immer so Angst bei den Fragen. Das ist unglaublich. Landrat. Lotterieteilnehmer sollten angelockt werden, indem ihnen attraktive Preise winken. Lotterieteilnehmer sollen angelockt werden, indem ihnen attraktive Preise... Boah, das finde ich... Sowas ist immer schwierig. Normalerweise würde ich jetzt direkt schöne Augen machen nehmen. Aber das Problem ist... Gerade habe ich auch gedacht, dass es richtig ist. Und dann war es halt falsch. Lotterieteilnehmer, also ich bringe das von Lotto, sollen angelockt werden, indem ihnen attraktive Preise schöne Augen machen. Klingt vernünftig, aber ein Lächeln schenken klingt auch vernünftig. Ich frage jetzt den scheiß Typ. Ja, zum Glück habe ich es nicht genommen. Schöne Preise? Keine Ahnung. Ungebremst, ohne Einschränkung oder auch salopp. Volle Möhre. Ungebremst, ohne Einschränkung oder auch salopp, volle Möhre. Wenn Führungskräfte falsche Entscheidungen treffen, ist es gut möglich, dass danach Köpfe rollen, nennt man, glaube ich. Ja, komm. Oh, komm. Wenn Führungskräfte falsche Entscheidungen treffen, ist es gut möglich, dass danach Köpfe rollen. In welchem Dienstleistungsbereich sind schwache Fußballclubs dem Branchenjargon nach unfreiwillig tätig? Ja, Punktelieferant. Weil dann andere Fußballclubs halt Punkte kriegen, wenn die verkacken. Okay, gut. 17.000 sicher. Also, das ist wirklich Punktelieferant. Der Rest macht irgendwie keinen Sinn. Streifenhändler, Karo-Zusteller und Rautenbeschaffer. Ja, genau, das ist Punktelieferant. Habe ich 5 Euro sicher? Ich habe 5 Euro! 500 Euro, ja! Um ihrer Bezeichnung gerecht zu werden, wird gemeinhin erwartet, dass Professoren, Professern, Sponsoren, Sponsern, Direktoren, Direktern, Ventilatoren, Ventilatär. Das kann ja nur Sponsoren sponsern. Goodie. Um ihrer Bezeichnung gerecht zu werden, wird gemeinhin erwartet, dass Professoren, Professern, Sponsoren, Sponsoren. Nein, Sponsoren, Sponsoren. Dann werden sie ja ihre Bezeichnung gerecht. Yes. Wer wurde 2021 mit einem Golden Globe ausgezeichnet? Rotbäckchen. Sehr saft. Oder Rosamund. Kommt mir halt so bekannt vor. Rosamunde Pilcher. Keine Ahnung. Ich frag jemanden.
Rosamunde Pil... wie die da auch immer heißt, ey. Weiß ich doch nicht, ich weiß nicht mal, was der Golden Globe ist. Rosamund Pie, den Glauben, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Tinnitus. Oh, nee. Tinnitus. So. Oh, nee. Jetzt ist das so eine Buchstabiersache. Was wird schon mal vom HNO-Arzt diagnostiziert? Tinnitus. Oh, nee. Ich bin Deutschlehrer, aber sorry, das ist, Tinnitus, ne, D schließe ich aus. Tinnitus, ne, B auch nicht. Muss ich jetzt einen 50-50-Joker nehmen? Ich würde A tendieren. Also ist A oder C. Was ist denn mit Tinnitus? So heißt es, das ist also Tinnitus. Tinnitus. Ich nehme jetzt A. Das ist C. Scheiße. Ich würde C sagen. Aber ne, ich habe gesagt, ich tippe nicht, wenn ich mir nicht sicher bin. Ah, hätte ich gesagt, aber... Geil! Wer sich beim Videospielen als Noob bezeichnet, kriegt nichts auf die Reihe. das ist unsere Frage. Das ist unsere Frage, Leute. So, in welchem Gebäude findet man oben in der Kuppel eine 9 Meter große kreisrunde Öffnung? Ich muss sagen, ich habe keins davon gerade vor Kopf, ne? Das Pantheon in Rom. Danke, Typ. Ah, das weiß ich, glaube ich. Wer verlor am 24. März 2020 seinen zweiten Vater? Ja, das... Also ich weiß, Albert Uderzo ist gestorben. Oder Vasco Skini. Ja, das muss dann Asterix und Obelix sein. Yes, Ben. Yes. Komm, die muss ich kriegen. Welche Bezeichnung findet man schon mal in der List of Instruments eines englischsprachigen Orchesters? The Glockenspiel. Das weiß ich. Junge, geil, Alter. Junge. Wenn man Englischlehrer ist, so, man weiß sowas. Wenn man in den USA gewohnt hat, so... Wer kann sich seit Ende 2020 damit rühmen, in der Geschichte der US Vogue der erste Mann mit einem Solo-Cover zu sein? Ja, ich glaube, hier hört es dann auf. Ich habe absolut keinen Plan. Kann noch den 50-50 nehmen. Mein erster Instinkt war ja eigentlich Harry Styles, ne? Aber ich risk's nicht. 64.000, das sollte, denke ich, reichen. Ich hör auf, ich mache Schluss. Wenn es Harry Styles ist, dann ärgere ich mich vielleicht ein bisschen, aber... Ja, komm. Okay, nehme ich mit. Mal schauen, was Rico macht. Ja, Rico, willst du was sagen? Eigentlich nicht. Also ich habe mich letztes Mal gefreut sehr über den Sieg, aber das war jetzt einfach nur peinlich. Kopf hoch. Als nächstes steht wieder was für dich auf der Reihe. Ja, natürlich gibt es ein paar Spiele, wo wir Favoriten sind. Hier war eigentlich Paul ein bisschen Favorit, aber ich hätte schon besser abschneiden müssen, die vielleicht mehr unter Druck setzen können, aber... War ärgerlich, naja, was soll man machen? Ach, letzte Runde hat Spaß gemacht. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Genau, wie gesagt, Mario Maker wird in den kommenden Partien drankommen. Das heißt, ich habe schon gehört, einige von euch sind fleißig am Arbeiten. Vielleicht wollen andere ja auch ein bisschen fleißig werden oder ihr werdet sogar noch fleißiger. Wie gesagt, eure Levelcodes lasst die unten in der Videobeschreibung oder schickt sie mir privat auf Discord, dann werden wir sie spielen. Im Versus-Modus. Es müssen auch nicht unbedingt Versus-Level sein. Es können auch einfach ganz normale Level sein. Genau. Fände ich auf jeden Fall schön, wenn ihr euch da ein bisschen Mühe gebt. Und ja, ansonsten gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch den Kanal abonnieren. Jeden Sonntag, 15 Uhr, neues Paul vs. Rico-Video. Oder Rico vs. Paul. Oder Rico vs. Paul-Video. Leute, wir sehen uns nächsten Sonntag oder wieder auf dem Hauptkanal, wenn es da eine neue Brettspiel-Review gibt. Bis dann, Leute. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao.